Was bisher geschah den Gothic 3? Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ah, was? Ich kenne Laris. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du... Nerds. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 3. Ja, meine lieben Freunde, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben in Geldern. Spirituellen Ort der Schamanen. Also diese Stadt wird von Schamanen geführt. Und ja, wir haben diesmal einen Kriegsherrn, der für die Schamanen, also die Schamanen sind über den Kriegsführern oder Kriegsgenerälen. Und man muss eben aufpassen, was man so da haben wir noch Onkel Laris doch schon. Perfekt. Das passt ja. Das gibt doch nur wieder Ärger. Er redet mit dem Ork-Söldner. Na endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Warum hast du eine Ork-Söldner-Rüstung? Hier steckst du also, Laris. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich hab da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Okay, wo gibt's hier was zu holen? Ja. Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Ja. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Ja. Gruppenhypnose erhalten. Okay. Gruppenhypnose? Interessant. Ja, wir packen erstmal hier. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Ja. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Er hat Gold. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Level up! Jawoll! Ruf in Geldern +2. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. Ja, schön. Ende. Speichern erstmal und versuchen beim König der Diebe den Taschendiebstahl. Unmöglich. Unmöglich, das war klar. So, was haben wir denn in unserem Diebeskunst? Wir haben 11 Punkte. Und mit 53 Punkte. Stärke und Jagdgeschick, da kommen wir relativ noch gut mit klar, auch mit den Feinden. Bin ich eigentlich relativ zufrieden zurzeit. Die anderen Fertigkeiten werden auch schon mal richtig. Alchemie bin ich ja sogar schon hier. Verwandlungstränke brauen, Gift herstellen, Klingen vergiften, okay. Giftpfeil herstellen, okay, das ist ja auch jetzt hier. Das ist ja etwas, was... Pfeile herstellen, das ist ein Chemietalent, das ist auch nicht schlecht. Aber wir benutzen zurzeit wenig... Was heißt, wir benutzen wenig Pfeile, ne? Starke Schildparade können wir mal... Der Paladiner... Altes Wissen 50 habe ich. Altes Wissen habe ich 122. Das reicht. Aber... Okay. 150 Stärke nur für Paladin. Ja, nicht wirklich viel. Aber Regeneration. 300 Stärke. Das ist immer eine Fähigkeit, die wir noch brauchen. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir hier...
Dieses unmögliche Schlösserknacken, das müssen wir unbedingt hinkriegen. Unmöglicher Taschendiebstahl ist mit 80. Meisterdieb ist auch gar nicht. Kann sich von hinten. 100. Also wie gesagt, wir brauchen 100 Diebeskunst. Ich glaube, wir gehen mal. Lara, wo bist du hingelatscht, Laris? Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. 1000 Gold, das ist schon mal sehr gut. So, Ende. Oh, wo ist Laris? Hat schon wieder ein. Meine Güte. Laris, ich brauche Diebestalente. Gunok. Okay. Hallo, Gunok. Du schaust mich an wie ein erfahrener Krieger. Ja. Selten so einen starken Blick bei eurem schwachen Volk gesehen, Morra. Habe schon einige von euch getötet. Was machst du hier? Ich jage Druiden mit meinem Suchttrupp im Auftrag unseres Anführers, Grog. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Weitläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Thorn, heißt es. Ja. Beim Rumsitzen wirst du den Druiden Thorn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist, ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Also sei vorsichtig. Ja. Ich erledige den Druidentorn für dich. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja. Wir machen mal Ende. Wir speichern das. Wir können aber versuchen, den Taschendiebstahl durchzuführen. Der quasi. Und jetzt. Zeig mir deine Ware. Falls du was hast, Ware. Du hast ein Nimro, oder? Das ist schon mal. Waldläuferbogen. Rangbogen. Ja, Waldläuferbogen wäre schon mal was Schönes. Bonus verleihen nämlich auch noch Großwildjäger, das ist sogar sehr gut. Bräuchte 160 Jagdgeschicke, davon habe ich aber leider nur 144. So, aber jetzt hier. Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Oh ja. Jetzt reicht's, Morra. Du wirst mich nicht mehr verhöhnen. Niemand besiegt mich, Morra. Ja. Du wagst es, mich zu schlagen, Morra? Ja. Nein! Och, Mann! Scheiße. Aber vielleicht kriegen wir ja nicht weiter. Einfach Taschendiebstahl. Ich sollte Grog melden, dass du ein Faul... Jetzt niemand besiegt mich, Morra. Ui, gute Nacht. Die Deckung hoch! Das darf doch nicht wahr sein! Da ist nichts mehr zu holen. Schade. Ah, dass ich den Dings nicht kriege. Aber, ey. Ja, setz dich doch in die Leiche, Alter. Ey, gut, der ist nicht tot. In den Ohnmächtigen. So, ich hab dich besiegt und jetzt? Wir haben immer. Ja, genau. Hallo, steh wieder auf, Rosa. Ach, ah, geht meine doch. Meine Knochen. Okay. Ja. Redet nicht mehr mit mir. Rostiges Schwert. Kann ich ja mal mitnehmen, kann ich verkaufen. Krieger, okay. Ja, und der Schmied hat nichts mehr zu sagen. Ich suche immer noch Laris. Laris! Wo bist du hier? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ja, Diebeskunst. Mhm. Gut so.
So, dann haben wir da 63. Hm, haben wir hier zufällig... Nee, wir haben hier keine Linksstatue bisher gesehen. Belia oder etc. So. So, gut. Laris hat schon eine Aufgabe. So, wir können hier nochmal ein bisschen weiter gucken. Elite-Söldner, Ork-Söldner. Brix. Okay. Der sagt mir gar nichts. Der sagt mir auch nichts. Hier ist auch niemand. Der Ork, der erzählt mir. Wir sind ja von hier rein. Ja, wir sind von hier reingekommen. Ja, da ist hier noch eine Schmiede. Krieger, Speer. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Oh, baue mich jetzt ein Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Ja. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Warum weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Selbst ein erfolgreicher Kampf in der Arena wird hier in Geldern mit einem Artefakt belohnt. Arena-Kämpfe? Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. Okay, Geheimnis ist, dass es ihn nimmt. Zeig mir deine Ware. Ich habe alles, was du willst, Sohn des Mutes. Ja, hast du das wirklich? Eine Steintafel. Die nehme ich mal mit. 2 Stück sogar. Schutz vor Klingen, okay. Schmuck. Ich habe einmal das. Das kann ich dir verkaufen. Das kann ich dir verkaufen. Das kann ich dir verkaufen. Armbrust verkaufe ich dir mal. Das kann ich dir verkaufen. Das kann ich dir verkaufen. Das kann ich dir verkaufen. Schade, dass du keine Dietrich hier hast. Goldausgleich. Tausch. Danke. So. Inventar. So, wo war jetzt die Steintafel? Hier steht etwas über die alte Magie. Ja. Hier steht etwas über die alte Magie. Wunderbar. So, einmal speichern hier. Können wir mal gucken, ob wir den hier Taschenliefer erzählen können. Jawohl. Wunderbar. Die Quelle von ihm wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich Diebe. In diesem Sinne. Hembak. Das ist Schmied, da muss doch bestimmt ein Schmied irgendwo sein hier. Ork-Söldner. Hallo. Genau, das ist seine rechte Hand. Holzfäller. Ein Holzschild, ja. Kannst ja leider nicht selber herstellen. Hm. Ziemlich beschämend für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Was? Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Morra. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Morra. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Aha. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Okay. Ich will aber im Taschendiebstahl bei dir probieren. Danke. Hallo, Gulag. Taschendiebstahl, jawohl. Sklaven. Interessant. Ja, ist es. Wie, das sieht nach einer Mine aus. Wer bist du denn? Wenn du hier auf dem Thron sitzt, dann heißt das ja schon alles. Du siehst kräftig aus. Ja. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Ah, du bist der Arena-Leiter.
denk darüber nach. Schnipserisschen. Jawohl, danke. Später. Später, mein Freund. Später. Orksöldner, Sklave. Besonders eifriger Sklave. Eifriger Sklave. Okay. Oh, wer bist du denn? Hamil. Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Was? Du bist Händler am Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Woher bekommst du deine Artefakte? Ach, mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stiehlst es den Orks. Stehlen ist ein so hartes Wort. Wir Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du nicht? Zeig mir deinen Krempel. Dietrichchen, die nehme ich erstmal mit. Rollausgleich. Tauschen. Sonst hast du nichts Besonderes. Speichern wir mal eben schnell und eben hier Taschendiebscheresschen, Nummer 27 Gold. Dankeschön. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Entschuldigung. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nur ein bisschen Fleischbraten und roher Fleischschwanz. Gebratene Fleischschwanze, Alter. So. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts Besonderes. Lass mich raten, das ist hier das Wirtshaus. Ja. Quasi nur Patronen, die wir später ausleeren können, wenn wir die ganzen Städte mal befreien. Ne? Wir werden ja wieder mal alle drei Wege gehen, die wir gehen können. Ah ja, das ist ja seine. Der hat hier gerade nicht sein Buchständer stehen. Okay. Dann haben wir soweit alles soweit jetzt erkundet, würde ich sagen. Wir können noch mal da hochgehen. Weil, aber auf der Burgmauer sind ja selten Leute. Holla! Was ist denn hier los? Ein sehr schönes Quartier. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Gut. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, wir können mal so in jedem Haus so gucken, was wir so finden. Aber das war mir soweit. Also. Ja, dann würde ich sagen: Arena-Kämpfe, oder? Hier haben wir noch einen Punkt, den wir in Dings packen können. Das wäre Ausdauer. Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Ja. Bist du auch gekommen, um Ruhm und Ehre in der Arena zu erlangen? Ja. Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, okay. Okay, aber trotzdem werde ich dich dafür ausrauben. Du dreckiger Dieb! Schade. Schade. Ich brauche den unmöglichen Taschendiebstahl. Ist es? Dann habe ich damit keine Probleme. Ich kann jeden einzelnen ausrauben, der geht. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Orks als Gegner. Kann das sein? Hallo, mein Freund. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, tut er tatsächlich. Gut, das finde ich gut. Gut. Lass mich in der Arena kämpfen. Gut. Dann steig in die Arena. Dimitar wird dein Gegner sein. Jawohl. Kein Problem. Er wartet schon. Komm her! Ja.
Lass dir das nicht bieten! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt ja sogar noch... Da ist nichts mehr zu holen. Noch Stärke! Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Ja, um Stärke dazu kriegen. Dann haben wir schon mal 167 Stärke. Darum sind die Arena-Kämpfe echt super. Kriegst du extra Stärke, obwohl du es gar nicht trainierst. Es gibt auch einige Quests, dann kriegst du einfach Liebeskunst. Tut das weh? Ja, jetzt hast du... Okay. Der sagt nichts mehr. Ah. Gut gekämpft, Morra. Ja. Oh, Steintafel erhalten. Noch ein bisschen altes Wissen. Hier steht etwas über die alte Magie. Sehr schön. Ich will einen guten Kämpfer. Sehr gut. Gembak wird dich in der Arena erwarten. Kämpft! Okay. Am besten du erledigst das selbst. Jetzt kannst du zeigen! Oh. Auf dich zu drehen mit deinem starken Angriff! Oh. Nichts zu holen. Na, wer ist denn der Champion? Brix? Komm, wir essen immer ein bisschen Fleisch. Haben wir noch von. Du hattest Glück, Morra. Ja. Lass ihn mal aufmischen. Okay, wir können ein... Ja, dann ist er hier der Chef, ja. Das war nicht schlecht. Du kämpfst gut, Morra. Ja. Aber Kulak ist immer noch Champion. Vergiss das nicht. Ja. Verfitterte Steintafel? Altes Wissen plus 10. Das hätte er doch besser wissen müssen. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Jo, wofür brauchen wir so viel altes Wissen? Mana-Regeneration. Ja gut, Schwarzmagier. Ist das dein Ernst? Wir könnten Druide. Druide werden, na gut. Proben verbessern können wir auf. Am besten du hältst dich auf. Wie lange haben wir das eigentlich im Spiel? Oh, schon 9 Uhr. Egal. Egal, so wie spät haben wir es auf unserer Uhr? So, ja, wer ist dein bester Mann? Wer ist dein bester Mann? Kulak ist ungeschlagener Meister in Geldern. Morra. Aber ja. Ich will Kulak. Ich will Kulak. Ach, na cool. Schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. So, einmal speichern. Waffe weg. Erst in die Arena. Jetzt kannst du Zeit. Und ich habe die alternative KI aus. Holen. Hier, oh, Schwierigkeitsgrad, da. Die ist aus. Die ist aus. Da ist nichts zu holen. Gulag! Kulak, nicht Gulag. Kulak. Ha. Der gute Kulak liegt im Staub. Das war schlecht, mein Freund. Das war sehr schlecht, mein Freund. Dann mache ich noch mal ein kleines Freudentänzchen hier vor. Ja, nicht schon gut. Morra, du bist der Bessere von uns beiden. Bist du jetzt zufrieden? Und jetzt geh. Oh, der ist richtig böse auf uns. Hallo, Chefe. Du bist ein verdammt guter Kämpfer. Danke. Willst du nicht für mich arbeiten? Oh, einen Ring erhalten. Ich soll für dich arbeiten? Ich würde es ja selbst erledigen, aber es ist eine etwas heikle Angelegenheit. Oh, was kommt jetzt? Mirzo, dieser eingebildete Mistkerl von einem Assassinen, verhüllt mich schon seit Tagen. Warum? Jedes Mal, wenn er eine größere Lieferung bekommt, lagert er seinen Unrat direkt vor meiner Arena. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Ich würde ihm zu gerne mal einen Denkzettel verpassen.
Ich glaub, ich ja, warum nicht? Ich kümmere mich drum. Gut, aber töte ihn nicht. Sonst hast du mehr Ärger am Hals, als du dir leisten kannst. Okay. Ah, ein Waffenbündel. Das nehme ich doch direkt mal mit. Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay. Jetzt sind wir Champion in... Oh, hier haben wir eine Ringe erhalten. Einige Dinge werden sich... Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay. Noch ein Stärkering, okay. Und es kommt noch schlimm. Ich habe aber ja schon zwei. Gut, bitte. Wenn er so weitermacht, wird das nie... Können wir dann alles machen hier? Sorge... Ja, Ringe Nembrück, das Artefakt aus dem... Das werde ich nicht weiter dulden. Worauf wartest du denn noch? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Da muss man hart durchgreifen. Du solltest meinen Rat annehmen. Ja, dann würde ich mal sagen... Sagen wir dem netten hier, dass dein komischer Heini da faul ist, wa? Einer der Sklaven hat mit geklauten Artefakt. Okay. Könnte man jetzt sagen, was man will. Orks sollten. Okay. Muss einmal irgendwo schlafen. Hier im One-Bed? Ja. Sehr schön. Da lege ich mich erstmal rein. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. So. Gut, dann. Ja, wir haben ja hier eine. Samuel. Okay. Dann würde ich mal sagen. Denn am Trommeln? Würde ich jetzt mal sagen, wir gehen einmal in der eben nochmal in den Sklavenbereich. Ja, da war ja eine Mine, Höhle, was auch immer. Da gehen wir dann erstmal rein. Da gibt es bestimmt irgendwas. Und dann gehen wir mal die Minen so abchecken. Sklave. Sklave. Na ihr, Sklave, Sklave. Okay, hier seid ihr am Pen. Okay, ist nichts Besonderes. Okay, da okay. Ist auch nur ein Sklave. Sklave. Sklave, Sklave, Sklave. Ork-Söldner. Junge, was für ein Lagerfeuer. Das ist auch nur ein Ork-Söldner. Okay. Ja, wir gucken uns dem noch schnell an und dann beende ich die Folge hier. Nur ein Sklave, interessant. Ist auch nur ein Ork-Söldner. Auch nur ein Sklave. Ein Feuerkelch! Kann ich das Schwert nicht nehmen? Nein? Schade. Das hat sich ja doch gelohnt hier, sag ich mal. Ah, eine Goldader. Interessant. Ja, gut. Ja, hoppala. Da sind wir von da gekommen. Da sind wir hier hoch. Ja, wir sind durch. Okay.
Feuerkelch haben wir. Dann können wir ja tatsächlich noch zu dem Magier gehen. Oder? Ja. Der hat ja was von Feuerkelchen gelabert. Aber hier soll es ja auch eine Wolfsmine geben, deswegen. Also die heißt Wolfsmine, weil da lauter Wölfe drin rumjammern, ne? Auf zum Magier. Kann man ihm vielleicht sagen, dass es... Wir haben ja aber auch keine Dings, ne? Kein... Nee, das ist auch keine Belia-Statue. Hey du! Okay. Elite-Krieger. Da ist eine Tür, die ist abgeschlossen. Ja, meine Freunde, also ich würde sagen, die Folge wird hier... Ich beende diese Folge hier. Warum ist da ein Stein, den man... Warte, das interessiert mich jetzt wegen dem Mühlenstein. Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Hm? Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Hm. Okay. Kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Interesse? Kennst du einen Sklaven namens Hamil? Den kenne ich nicht. So, so. Ja gut, ich gebe zu, ich kenne den Kerl. Er arbeitet für mich. Aha. Du beauftragst einen Sklaven für dich zu stehlen? Das tut er ja nicht nur für mich. Soviel ich weiß, verkauft er den geklauten Krempel auch selbst. Einen Augenblick, ja, bitte. Gut. So, ja, meine Freunde. Das Gespräch führen wir in der nächsten Folge weiter. Die Zeit ist um. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch darüber, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und wenn ihr euch jetzt noch ein paar Folgen angucken wollt, könnt ihr gerne da euch die Playlist euch anschauen. Und darüber natürlich mein Nebenprojekt Age of Empires 2, die Divinity Edition. Und ja, meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt zu euch und sage, tschüttle, haut rein, ich bin jetzt und bis dann.